Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spiele ich das Swiss Schwitz Blitz Turnier auf der Schacharena. Mal gucken, wie es laufen wird. Das Teilnehmerfeld ist ja, relativ stark. Besonders der Köhler ist ein sehr, sehr starker Spieler. Hier sieht man es. Elo 2308. Und ja, 5 Runden. Mal gucken, wie viele Punkte ich holen werde. Eure Vermutung könnt ihr jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns in der ersten Partie. In der ersten Runde haben wir Schwarz gegen Mizi. Und er spielt hier erstens E4. Spielen wir Sizilianisch, Bauer nach C5, Springer nach F3 und nun die Nimzowitsch-Variante, zu der es übrigens auch eine Videoserie auf meinem Kanal gibt. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr genau was dazu wissen wollt. Okay. Gegner spielt jetzt hier Läufer D3, um den Bauern auf E4 zu denken. Das ist ein relativ ungewöhnlicher Zug. Das blockiert hier den D-Bauern, von daher weiß ich nicht, wie gut das ist. Ich spiele jetzt hier schon früh D5. In den meisten Sizilianern ist es für Schwarz recht angenehm, wenn er zu D5 kommt. So auch hier, denke ich. Und der gegnerische Plan war jetzt anscheinend Läufer D3, Läufer C2 und jetzt D4 vorzubereiten. Aber ich denke, das verliert einfach viel zu viel Zeit. Ich habe jetzt hier schon 3 Figuren entwickelt, weiß sogar nur 2. Von daher sollte das hier schon recht ordentlich gelaufen sein. Kurze Rochade. Und ich denke, der Plan sollte sein, Bauer nach E6, Läufer nach E7 und ebenfalls kurze Rochade. Wobei ich jetzt nach kurzer Rochade, dass das Layout aufpassen muss. Obwohl, jetzt nach D3 nicht mehr. Ich glaube, ich hätte auch nicht aufpassen. Wo ich kurz Sorge drüber hatte, war Läufer steht K7. König steht K7, Springer G5, was funktioniert nicht wegen Läufer G5, glaube ich. Gut, Läufer F4 ist relativ schwach, da dieses Feld gedeckt ist. Und jetzt stehe ich natürlich völlig auf Gewinn. Gegner entscheidet sich hier allerdings weiterzuspielen. Es hängt der Bauer auf D3, da Springer D2 die Deckung vernachlässigt. Der Turm ist angegriffen. Könnte Turm E4 spielen, um meinen Läufer auf G4 anzugreifen. Genau, macht er auch. Aber dann habe ich Läufer nach F5, deckt den Springer nochmal und greift auch den Turm wieder an. Okay, und irgendwie hat mein Gegner es mit dem Feld F4. Der hängt logischerweise wieder. Und ja, jetzt erwarte ich hier die Aufgabe. Kurz im Chat schreiben, genau, er hat aufgegeben. Ja, gut, da hat er das Feld F4 nicht gesehen, dass das Feld E4 natürlich kontrolliert. Das ist generell die Öffnung. Fand ich recht angenehm. Also ich kann hier nicht empfehlen, Läufer D3 zu spielen. Lieber E5 oder Springer nach C3 um den Bauern. Auf E4 nicht zu verlieren. Läufer nach D3 verliert einfach zu viel Zeit. In der zweiten Runde spielen wir gegen den Lelle-König. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr schlecht im Namen aussprechen. Ich hoffe, das war korrekt. Die Gegner spielt hier D4, C4, also Damengambit. Eigentlich hätte ich erst E6 spielen sollen. Nach meinem Repertoire habe ich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Und ja, C schlägt D ist relativ einfach. Allerdings müssen wir jetzt hier aufpassen wegen Springer B5. Obwohl, müssen wir noch nicht. Ich glaube, ich kann Läufer F5 spielen. Springer B5 kann ich, könnte ich Dame A5 eben, hätte ich eben Dame A5 spielen können. Jetzt mache ich trotzdem mal A6. Und okay, er tauscht hier ab. Diesen Tausch mag ich meistens als Schwarzer, wie gesagt, wenn meine Bauern auf den weißen Feldern im Zentrum stehen und da mein Läufer relativ oder nicht nur ein bisschen blockiert ist. Das ist natürlich nichts super Schlimmes, aber trotzdem immer recht angenehm. Springe nach A5, um das Feld C4 unter Kontrolle zu nehmen. Wir gehen natürlich auch auf die halboffene Linie hier, oder bis auf die offene Linie, und spielen jetzt den Springer nach C4. Wenn er den schlägt, bekommen wir einen gedeckten Freibauern auf C4. Den können wir jetzt gleich mal mit B5 nochmal decken. Er hat jetzt natürlich zwei Bauern im Zentrum und nicht nur einen, aber ich denke, ein gedeckter Freibauer ist es das wert, das hier einzugehen. Dame nach D7 auch gegen A4, und damit ich den anderen Turm auch auf die D-Linie stellen kann. Vielleicht mal Dame nach B7, noch nicht ganz sicher. Ich denke, Figuren tauschen sollte jetzt nicht so schlecht sein. Spielt hier E4. Ich könnte Dame A7 überlegen. Ich glaube, ich spiele Dame A7. Ich mache Dame B7, um gegen D5 vorzubereiten. Wenn er hier E5 spielt, dann können wir Springer D5 spielen. Aber wenn er selber jetzt D5 spielt, dann wird es etwas kritischer. Den müssen wir schlagen und dann mit Läufer nach D6 blockieren. Gegnerische Freibauern sollte man immer blockieren.
Also nicht immer, aber meistens. Ja, der Vorteil von, ich wollte gerade sagen, der Vorteil von meinem Bauern ist, dass er gedeckt ist durch einen Bauern und der eben nicht, der hier ist isoliert. Dann ist mir aber aufgefallen, dass er jetzt Springer E4 spielen kann. Und den muss ich dann eigentlich schon schlagen. Und den will ich aber auf keinen Fall schlagen eigentlich. Okay, er übersieht das hier. Spielt Dame nach E3, steht das nicht sogar einfach was ein? Jetzt kann ich doch einfach den Bauern auf D5 schnapulieren. Und der Bauer ist gedeckt. Springer E4 wäre gerade stark gewesen. Wenn ich schlagen muss, dann kann er wieder nehmen. Mit den Bauern und dann sind die Bauern gedeckt. Das hier ist glücklicherweise ein Schach, das heißt, meine Dame ist noch nicht verloren. Und jetzt muss ich hier ein wenig aufpassen, wegen Grundreinmatt. Aber okay, König nach F7 können wir auch. König ranholen können wir auch. König E6. Ich denke, die Idee sollte sein, den Bauern einfach nach C2 zu kriegen. Und den kann er nämlich nicht gewinnen mit seinem König. Oder beziehungsweise er kann ihn schon gewinnen, aber das Bauernendspiel, was daraus entsteht, ist halt einfach gewonnen, weil ich einfach mehr Bauern habe. So, wir spielen jetzt hier mal Turm nach D4 Schach. Okay, und wenn er schlägt, dann schlagen wir jetzt, geben wir das Schach auf C4, tauschen die Türme, gewinnen diesen Bauern und haben einfach einen mehr am Königsflügel. Und ja, das wird partieentscheidend sein. G5 und F5, F4. Und der F-Bauer wird hoffentlich laufen. Das lassen wir einfach so stehen. Und ja, der F-Bauer wird hier das Rennen für uns entscheiden. Wenn jetzt hier König nach D2 steht, stellen wir unseren König nach G2 und dieser Bauer ist nicht mehr aufhaltbar. Und da haben wir sicher unser Mehrbauern zum Sieg verwertet. Wobei ganz sicher nicht war, war es nicht. Ich werde gleich nochmal zu der Stelle zurückgehen, an der ich Springer E4 für ihn übersehen habe. Das wäre auf jeden Fall eine gute Alternative für ihn gewesen. Ich weiß zwar, warum er sich nicht weiterspielt. Wobei ich habe gestern, oder nicht gestern, aber hier auf der Arena schon manche Leute gesehen, die das hier noch platt gesetzt haben. Allerdings wird mir das hoffentlich nicht passieren und er hat es auch aufgegeben. So, nochmal kurz zurück in der Partie. Also spielt hier, genau, normalerweise spiele ich hier mal E6, habe ich jetzt aus dem C6 gespielt. Und nicht so schlecht, wenn er hier C schlägt, spielt lieber C6. Naja, so, ganz normale Entwicklungszüge. Hier Läufer F5, wie gesagt, nach Springer B5, was Springer nach C7 Schach droht, wollte ich Dame A5 machen. Und dann muss der Springer halt wieder zurück, weil der Springer angegriffen ist. E3, A6, ich weiß nicht, wie gut A6 ist. Wahrscheinlich ist es nicht so gut. Man könnte auch überlegen, ob man E6 spielen kann und nach Springer B5 einfach Turm C8. Das sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus. Ich glaube, A6 ist kein guter Zug. Läufer D3. Finde ich auch kein Fan von, ist aber kein Fehler. Ganz normale Entwicklung. Jetzt spielt mein Gegner hier Silber A3, macht denselben Fehler wie ich. Und ja, wie gesagt, der Freibauer ist relativ stark, besonders weil er eben durch B5 verdeckt werden kann. So. Und Läufer D6, ich meine, ich muss hier Läufer D6 nehmen, wenn ich die Abwicklung in die Abwicklung gehe. Und an der Stelle, statt Dame E3, was ja natürlich den Bauern verliert, kann er Springer nach E4 spielen und dann greift er meinen Turm an und meinen Springer auf F6 und wenn ich ihn schlage, nimmt er mit dem Bauern wieder, dann hat er auch einen gedeckten Freibauern auf D5 und der ist halt im Zentrum und dann sollte der vielleicht sogar stärker sein als meine. Wobei ich den wahrscheinlich besser blockieren kann mit Turm E8, F6. Das wäre so meine Idee dann gewesen. Ja, ich denke, ich werde euch jetzt gleich noch kurz den Stand zeigen, wenn diese Runde zu Ende ist, also wie der Gesamtstand ist und dann sehen wir Hier uns noch auch im ein Streich nicht ganz zusammen. vollständiger Zwischenstand. Aber ich möchte jetzt nicht warten, bis alle ihre Partien beendet haben, weil dann geht logischerweise die nächste Runde los und dann muss ich auch wieder aufnehmen. Also bis jetzt haben die meisten Favoriten noch nicht gepatzt. Der Köhler hat auch zweimal gewonnen. Komisch ist, finde ich, zumindest ich ein bisschen, dass alle Favoriten zweimal schwarz hatten. Aber hoffentlich bekomme ich jetzt weiß und mal gucken, wie es in der Auf zur nächsten Runde dritten auch. Runde. Auf zur dritten Runde. Ich habe nochmal schwarz bekommen, das heißt, dreimal schwarz ist schon hart. Wir spielen gegen, okay, den Namen Klüde 66, aber das spricht man hundertprozentig nicht so aus. Das ist ein bisschen mein Angstgegner. Also ich habe natürlich, also ich habe einen guten Score gegen den, aber ich lasse öfters mal Punkte liegen. Und der Nachteil ist halt, wie man hier sieht, der ist, hat ein deutlich kleineres Rating als ich.
Das heißt, wenn ich gewinne, bekomme ich nicht so viele Punkte, wie wenn ich verliere. Und ja, wenn ich halt jede dritte Partie verliere, so gefühlt, dann mache ich hier natürlich auf Dauer Minus. Gegner ist jetzt hier noch nicht da. Sollte hier aber jede Minute erscheinen. Hoffentlich nicht jede Minute, jede Sekunde. Da ist er. Und los geht's. Bauer nach E4. Und wir halten uns an unser Repertoire und spielen hier C5. Und okay, der Gegner spielt hier. Deshalb ist auch so ein Grund, der spielt hier dieses eklige Gambit. Black Madima Gambit. Obwohl es gar nicht das Black Madima Gambit. Ich erzähle Stoß. Aber auf jeden Fall werde ich dieses nicht annehmen. Ich spiele hier immer den recht verwirrenden Zug Bauer nach D5. Ich denke nicht, dass es der beste Zug ist, wenn man ablehnen kann. Wenn man ablehnen möchte. Wenn man ablehnen möchte, kann man zum Beispiel Bauer nach D3 spielen. Aber Bauer nach D5 kennen die meisten Leute nicht, von daher spiele ich das so. Gut, auf Bauer schlägt 5, Schlange und der Dame wieder. Und nun Bauer nach E6. Und nach Sprenger nach C3 gehen wir einfach wieder zurück. Und jetzt haben wir so eine ähnliche Art wie Alapin. Nur dass ich halt als Schwarze relativ früh auf die 4 gespielt, geschlagen habe. Und das eigentlich nicht so dolle ist. Aber ich finde die Stellung trotzdem angenehm für Schwarz. Wir spielen jetzt Läufer E7, kurz auf Rade. Und ja, der Nachteil an dieser Stellung ist halt meistens der Läufer auf C8. Den versuche ich jetzt hier mal abzutauschen mit Läufer nach A6. Das Ganze soll auch Angriffspotenzial rausnehmen, weil wie man hier sieht, die weißen Läufer sind schon auf meine Königsstellung gerichtet. Da muss man aufpassen. So, wir machen jetzt Springer nach D7. Ich hätte ihn natürlich lieber nach C6 gespielt, aber auf C6 ist er aufgrund meines Bauernzuges Bauer nach B6 nicht mehr gedeckt. Und daher muss ich da aufpassen. Gegner spielt jetzt hier Bauer nach D5. Das ist wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Wird hier seine einzige Schwäche los. Und mal gucken, ob wir die Partie hier kampfreich entscheiden können. Und ich sehe gerade, dass ich glaube ich gepatzt habe. Auf Dame schlägt die 8, muss ich Läufer schlägt die 8 spielen. Weil sonst Läufer nach B6 gefolgt wäre. So, wir spielen hier mal Turm nach C8. Den Turm auf die offene Linie. Er kann jetzt natürlich Turm CD8 spielen. Dann müssen wir Dame C7 machen. Kann es auch sein lassen. Frage ist, wohin mit meinen Figuren? Ich glaube, ich spiele diesen Läufer erstmal nach D6. Es geht natürlich potenziell in eine Festung rein, aber geht auch aus dem Angriff oder beziehungsweise aus einem möglichen Angriff des E-Turms raus. Turm nach D1 fesselt natürlich den Läufer, das möchte ich nicht. Dame nach C7 geht, wie gesagt, auf die offene Linie und entfesselt meinen Läufer auf D6. Ich könnte jetzt mal Läufer nach C5 spielen. Meine Stellung verbessern. Wobei nach Läufer nach C5 kommt wieder Turm nach C1. Ja, wie gesagt, die Stellung ist nicht, hier ist nicht viel los. Ich würde sagen, dass ich sogar leicht schlechter stehe. Einfach aus dem Grund, weil meine Figuren etwas passiver sind als seine. Das versucht er jetzt hier auch zu zeigen, indem er hier Läufer nach D4 spielt. Den Doppelbau möchte ich natürlich nicht haben. Allerdings andererseits wird es auch schwer, hier irgendwas Produktives dagegen zu unternehmen. Ich spiele mal den Springer nach D7, das kann er vielleicht mal nach C5 hüpfen. Die Dame angreifen. Aber hier stehe ich schon schlechter, würde ich sagen. Weil seine Figuren einfach aktiver sind. Die Dame auf B3 steht besser als meine Dame auf C7. Der Läufer auf D4 steht aktiv. Hier weiß auf jeden Fall einen Vorteil geben. Die Frage ist, was ich dagegen unternehme. Ich sollte versuchen, Figuren zu tauschen. Wobei es natürlich mit Figurentausch schwerer wird, die Partie hier zu gewinnen. Aber darüber mache ich mir erstmal jetzt keine Sorgen. Jetzt habe ich erstmal andere Sorgen, die Partie überhaupt nicht zu verlieren. Ist hier wichtiger. Immerhin haben wir eine Minute mehr auf der Uhr. Das ist unsere einzige Hoffnung im Moment. Okay, Dame nach D3. Das droht einiges. Dame nach D3 ist ein richtig starker Zug. Weil. Oh. Weil jetzt hier droht, mein Läufer auf D6 rauszuschlagen, wenn dieser Läufer zieht. Springer nach C5 rettet das Ganze nochmal ein bisschen.
Weil Spinner C5 wie Dame angreifen, Läufer C5, Dame C5 kann ich mit. Läufer C5 hätte ich mit Läufer C5 beantworten können. Wir stehen hier sehr, sehr schlecht. Das drohen viele Sachen. Das droht Springer G5. Wenn ich G6 spiele, kommt Dame F6 und die Partie ist aus. Ich könnte Springer nach E6 spielen. Dann habe ich aber das Problem, dass er Turm E6, Turm E6. Ne, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich muss Springer E6 spielen. Springer E6 sieht ganz gut aus. Springer E6 greift den Läufer auf D4 an, deckt G7, deckt das Feld G5. Das einzige Problem könnte sein, dass Turm schlägt E6 gut ist. Weil Turm schlägt E6, Bauer schlägt E6, Dame schlägt E6, Schach. König H8. Und dann kann er. Ah, dann kann der Dame schlägt D6 spielen, ja, das funktioniert für ihn. Also muss ich Turm E6, Bauer E6, Dame E6 Schach, Turm F7. Was Problem ist, nochmal die Variante Turm E6, Bauer E6, Dame E6 Schach, König H8, dann kommt Läufer nach Läufer nach G7 Schach und dann würde mein Dame hängen, das zeige ich später nochmal. Gegner spielt jetzt hier Läufer nach C3. Das ist hier unseren Läufer mal die Läuferposition verbessern, spielen hier Läufer nach C5, hält ein Auge auf den Bauern auf F2. Vielleicht mit der Idee mal Dame F4 zu spielen oder Dame nach G3, kann er ja nicht schlagen. Wobei Dame nach G3 kommt, Dame schlägt C5, das wäre ungünstig. Okay, er macht jetzt hier Dame G4. Ich glaube, ich kann Dame F4 spielen, weil nach Turm E6 kann ich Dame G4 schlägt spielen. Und Dame G7 ist kein Matt, weil der Springer das deckt. Von daher werde ich mich hier für Dame F4 entscheiden. Ja, sehr, sehr kritisch. Also ich finde irgendwie, der ist richtig unterbewertet, dieser Spieler. Der spielt immer richtig stark, auch in jeder Partie. Oder vielleicht spiele ich auch immer nur schlecht gegen ihn. Es gibt ja so Gegner, gegen die man immer nicht performt. Also, der Vorteil ist, er verbraucht hier extrem viel Zeit, aber er spielt extrem trickreich. Den Bauern auf H3 kann ich jetzt nicht schlagen. Obwohl, den kann ich schlagen, weil der F2 hängt. Okay, er spielt nicht so trickreich, er spielt einfach nur. Er verliert, hat zu viel Zeit verloren. Turm nach D7, okay. So, was ist jetzt die Frage? Spielen wir Bauern nach A5, decken den A7 Bauern. Turm nach E5, okay. Droht nach Springer G4 macht der Turm G5 und dann hängt mein G7. Das möchte ich ja nicht. Und dann kann ich auch nicht F6, wenn ich das zulasse. Ich glaube, ich muss es zulassen. Ich mache Springer G4, Turm G5, Springer E3 Schach und Bauer nach G6. Auch wenn das sehr, sehr kritisch aussieht, bin ich ehrlich. Aber das Bessere ist mir jetzt nicht eingefallen auf die Schnelle. Und das scheint erstmal zu halten. Wobei dieser Läufer auf C3 natürlich jetzt ein extremes Biest ist auf dieser Diagonale. Und das wird er jetzt hier versuchen auch auszunutzen. So. Turm D8. Ich sehe noch nicht ganz die Drohung von Springer H4. Das heißt, wir versuchen jetzt mal unseren Turm zu verbessern, beziehungsweise den Turm zu tauschen. Weil Springer G6 funktioniert ja nicht. Genau, geht er zurück. Ich muss halt aufpassen, ne? Ich kann meinen Turm nicht von der Grundreihe ziehen. Obwohl ich es gerne würde. Obwohl, nee, ich kann nicht. Ich kann Bauer F6 spielen. Ich glaube, ich spiele auch mal Bauer F6 mit der Idee König F7. Obwohl, jetzt hat er Turm E6. Das war Quatsch. Obwohl, ich kann mal Turm D1 spielen, trickreich. Droht Turm H1 matt. Auch mal ein bisschen hier mit den gemeinen Tricks arbeiten. Okay, das Schach können wir geben. Dann kann ich das Schach geben. Dann hängt der Springer auf. Ist hier nicht schon matt? Das muss doch irgendwo matt sein. Turm G1, König F3. Aber wir nehmen den Springer. Oh, der Springer hängt auch. Alles kalkuliert natürlich. Nicht. Aber das gewinnt hier. Am Ende noch relativ in Anführungsstrichen souverän gewonnen. Ich glaube, wir haben nicht sehr viel Zeit, das hier zu analysieren, weil ich glaube, wir waren die letzte Partie. Aber wie gesagt, der Gegner stand auf jeden Fall richtig, richtig gut.
Wir gucken noch mal kurz rein. Läufer A6 wahrscheinlich kritisch. Ja, weil die Stellung ist einfach besser für Weiß aufgrund der Aktivität. Er hat einfach die Türme schon auf den offenen Linien. Der Läufer auf E3 hat besseres Potenzial. Der Springer auf F3 hat besseres Potenzial als der Springer auf F6, weil der kann nicht nach D5, der kann nicht nach E4. Ich denke, die Stellung ist einfach sehr, sehr angenehm für den Schwarzen, für den Weißen. Und hier hätte er Turm E6 spielen können, glaube ich. Turm E6, Bauer E6, Dame E6, König A8 und dann wäre Dame schlägt D6 gekommen. Und auf Dame schlägt D6, Läufer schlägt G7 Schach und dann hängt die Dame. Aber auf zur nächsten Partie. Bis gleich. Noch schnell ein Update. Und so sieht das Ganze hier aus. Der Köhler hat alles gewonnen, hatte in der Runde gerade eben Weiß. Ich hatte jetzt dreimal Schwarz, finde ich ziemlich komisch. Hoffentlich habe ich jetzt zweimal Weiß. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns gleich, wenn die vierte Runde beginnt. Nach meinem Angstgegner steht gleich der nächste Brocken an. Wir spielen gegen Köhler. Ein sehr, sehr starker Spieler. Wir haben aber zum Glück Weiß bekommen. Ich spiele hier E4, mein Gegner spielt E5. Und wir bekommen Schottisch aufs Brett. Mal gucken, welche Variante er hier wählt. Er wählt die Springer F6 Variante. Wir spielen Springer nach C3. Läufer nach B4 ist der Hauptzug. Wir müssen unseren Bauern auf E4 decken, der gefesselt ist. Wir schlagen auf D5. Auch hier ein Kurz, Schwarz auch hier kurz und H3, um Läufer nach G4 zu stoppen. Der Köhler legt hier eine Geschwindigkeit hin, die atemberaubend ist. Wir spielen mal Läufer nach G5. Fesseln den Springer auf F6. Spielen dann unseren Turm nach E1. Und überführen unseren Springer, denke ich mal, über E2 nach D4 oder F4. Ich vermute mal nach F4. Ja, ich denke, ich werde jetzt Springer nach F4 spielen. Greife den Bauern auf E6 an. Auf Bauern nach C4 kann ich den Läufer zurück nach F1 stellen. Okay, er spielt hier Läufer, schlägt F4. Dame schlägt F4. Und ja, wir haben eine leicht angenehmere Stellung, würde ich sagen. Zumindest in meinen Augen. Ich muss jetzt hier allerdings auf F6 tauschen. Der Gegner hat eine schlechtere Struktur. Wir haben hier eindeutig die bessere Struktur. Die Frage ist nur, ob wir das hier ausnutzen können. Ich denke nicht, aber wir werden es mal sehen. Und ich muss gucken, wie ich hier aktiv bleibe. Ich denke, ich werde diesen Läufer nach F3 überführen. Ich denke, auf F3 steht er jetzt sinnvoller als auf D3. Wobei er natürlich auf F5 hat, was ich übersehen habe. So, Läufer nach F3. Und jetzt den A-Turm können wir nach D1 stellen. Und ich glaube, er hätte anstatt A5 eben Läufer F3 spielen sollen. Läufer F5 spielen sollen, um den C2 Bauern anzugreifen. Aber anscheinend war ihm das nichts. Okay, er spielt jetzt hier D4, ein logischer Zug. Er hat die Idee, alle Bauern auf schwarze Felder zu stehen, wenn meine auf weißen Feldern stehen bleiben. Was natürlich eher ungünstig ist. Wir spielen mal, jetzt steht unser Läufer wieder besser auf D3. Das heißt, ich spiele mal Läufer nach E4, um auch Läufer F5 aus der Stellung zu nehmen. Läufertausch wäre gut, weil wie gesagt, alle meine Bauern stehen auf weißen Feldern. So, ich kann nicht jetzt C3 spielen, ich glaube noch nicht. Ich glaube, ich spiele mal Turm C1, um C3 vorzubereiten. Gucken, was er da machen wird. Er spielt A4, okay. Interessant. Ich glaube, C3 ist keine Option hier. Ich spiele mal den Bauern nach A4. Mit der Idee Bauern nach G3. Ach, ich hätte Läufer C6 spielen können. Ich Idiot. Oh, Läufer C6 hätte die Partie gewonnen. Oh, bin ich dumm. Ach man, das ärgert mich jetzt. Ich glaube, Läufer C6 hätte gerade eben einfach die Partie gewonnen. Relativ sicher. Ich spiele den Turm nach D1, um C4 zu erschweren, weil dann der D4 hängt. Auch das ärgert mich jetzt. Okay, jetzt. Wir spielen auch die Partie. Nicht so dolle ärgern, aber das ist natürlich ein sehr, sehr ärgerlicher Faktor. So. Das ist seine Idee. Ich denke, seine Idee wird einfach sein, hier C4 vorzuspielen.
Aber ich halte es nicht so stark. So, meine Idee ist, den König nach G2 zu stellen. Und ja, gut, auf AB machen wir mal AB. Turm nach B6. Was ist die Frage, was meine Idee ist? Auch noch nicht ganz klar. Könnten Bauer C3 spielen, aber das funktioniert alles nicht. Turm C1 oder C3 geht ja, funktioniert einfach nicht. Spiel mal König nach F3. Wobei König F3 könnte ein ziemlicher Patzer gewesen sein. F5, da muss ich Läufer D3 machen, dann kann er. Kann er sich da gut einnisten. So, da tauschen wir jetzt erstmal ein Turmpaar auf jeden Fall. Stellen unseren anderen Turm nach C1 und bieten mal Remis an. Ich denke nicht, dass man das hier gewinnen kann als Weißer. Der Plan sollte sein, meinen König nach D2 zu überführen. Und dann meinen Turm zu aktivieren. Das sollte der Plan sein. Okay, König nach E2, König nach D2. So. Die Frage ist halt, wohin mit meinem Turm so? Der ist halt komplett nutzlos gefühlt. Spielen den Läufer erstmal nach D3 zurück. Ich hätte halt auch gerne die A-Linie. Oh Mann, mit Läufer C6. Das hätte einfach die Partie gewonnen. Relativ sicher. So, wir machen mal Läufer E4. Jetzt kommt Läufer D5, ne? Okay, wir gehen wieder zurück. Ich würde gerne Turm A1 spielen. Ja, keine Ahnung, was das hier wird. Ah, für ein Manöver. Oh. Och nein, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, es droht alles. Och nee, wie kann man denn so dumm sein? Och Mann. Läufer B3 natürlich, der funktioniert. Also ich kann den nicht schlagen, weil der gefesselt ist. Och Mann, es droht C4. Obwohl, droht C4. Ja, eigentlich schon. Ich will mal Turm nach E8. Läufer nach E6. Gehen wir mal das Schach. Und der König geht da hin. Das ist doch matt, oder? Das ist einfach matt. Gut, da haben wir jetzt ziemlich Glück gehabt. Die Partie habe ich nicht gut gespielt. So, gehen wir nochmal zurück. So, das hier ist alles bekannte Theorie. Alles bekannte Theorie. Okay, Läufer G5 ist nicht der ambitionierteste Zug, aber ich denke der Hauptzug in der Stellung. Ich bin mir nicht ganz sicher, also bis hierhin sollte das alles Theorie sein. Und Springer E2 ist meistens eher so eine Eigenkreation von mir, um halt den Springer nach D4 oder F4 zu überführen. Je nach F4. Ich denke, die Stellung sollte eindeutig besser für mich sein, weil der Gegner hat viel mehr Bauerninseln. Der Gegner hat hier auf A7, auf C, also A7 eine, das eine Bauerninsel, das eine Bauerninsel, das eine Bauerninsel. Während ich nur zwei Bauerninseln habe, das heißt, diese Bauern sind alle viel angreifbarer als meine. Aber er hat natürlich ein bisschen Aktivität, weil die Bauern sind schon relativ aktiv. Und ich habe das auch nicht gut gespielt hier. Ich denke nicht, dass Läufer E2, Läufer F3 ein geniales Manöver war nach E4. Aber man, irgendwas muss man ja spielen, ne, das Zugrecht. Aber genau, und hier war die eine Stelle. A4 ist kompletter Müll, weil ich einfach Läufer nach C6 und Läufer schlägt A4 spielen kann. Die Idee ist, dass B schlägt A4 hier nicht so gut ist, weil er dann Turm B2 hat oder der A4 hängt sowieso immer irgendwann. Aber wenn ich hier Läufer C6, Läufer A4 spiele, dann habe ich einfach einen gesunden Mehrbauern. Und die Partie sollte sowas von viel besser sein für mich. Gut, am Ende hatten wir sehr, sehr viel Glück, dass ich natürlich noch, oder hatte ich sehr, sehr viel Glück. Natürlich extrem dumm, dass ich diesen Trick übersehen habe. Der funktioniert auch die ganze Zeit. Der funktioniert nach König E2 schon. Das war sehr, sehr dumm. Gut, dann hier extrem Glück, dass er ins Matt gelaufen ist. Keine gute Partie, aber auf zu Runde 5. Bis gleich. Vorher natürlich noch kurzer Zwischenstand. Dieser Sieg hat uns natürlich extrem geholfen. Sind jetzt hier geteilter Platz 1 mit Iris Blau, gegen die wir jetzt gleich in der letzten Runde spielen müssen. Mal gucken, welche Farbe wir bekommen. Ich vermute mal schwarz, es wäre extrem doof. Aber irgendjemand muss ja schwarz bekommen. Hätte ich viermal schwarz gehabt. Und ja. Mal gucken, wie es ausgeht. Wenn ich die Partie gewinne, gewinne ich das Turnier. Wenn nicht, dann nicht.
Und ja, auf zur letzten Runde. Auf zur letzten Partie. Wir haben natürlich wieder Schwarz bekommen. Viermal Schwarz, einmal Weiß. Das ist irgendwie komisch, aber naja. Spielen gegen Iris Blau. Lasst euch von der Wertungszahl nicht trügen. Arena Elo hat sie sogar 2040, also eine, ich nehme mal an, ein sehr, sehr starker Spieler. Spielt hier Bauer nach C4. Spielen Springer nach B4, D4 und die Idee ist, dass wir unseren Springer nach C6 zurückstellen können und dann zweimal auf D4 schlagen. Was, oder beziehungsweise einmal auf D4 schlagen und dann den Vorteil haben, dass wir noch einen Springer haben, der dann einfach nach C6 gehen kann und den Bauern auf E5 angreift und den logischerweise die Dame auf D4. Und jetzt können wir hier Dame A5 Schach spielen und uns den Bauern auf E5 holen. Das heißt, wir haben jetzt hier starten mit einem Bauern mehr in die Partie. Wobei der Gegner natürlich Entwicklungsvorteil hat, denke ich, weil wir unseren Springer nach E5 spielen müssen. Und ich rieche gerade schon große Gefahr, dass meine Idee hier schon nach hinten losgeht, da jetzt Springer B5 natürlich sehr, sehr unangenehm wird. Ja, da kommt es auch schon angerauscht. Ich denke, wir müssen König D8 spielen. Es sieht schlimm aus. Es ist auch schlimm. Es kommt Läufer nach E3. Und der A7 fällt einfach. Okay, das war kompletter Quatsch, hier auf E5 zu nehmen. Obwohl, wir können den Springer wieder zurück nach C6 stellen. Das heißt, wir stellen ihn hier wieder zurück nach C6. Decken den Bauern auf A7. Problem ist, könnte ich A6 spielen, dann kommt Läufer B4 Schach. Läufer B6 Schach. König 8 springt C7 und der Turm hin. Okay, jetzt kommt C5. C5 ist seltsam. Jetzt kann ich A6 spielen. Weil jetzt eben diese Idee nicht mehr funktioniert mit Läufer B6. Das war relativ seltsam, bin ich ganz ehrlich. So, jetzt müssen wir halt aufpassen, Springer E5 ist auch wieder unangenehm. Aber E6 möchte ich eigentlich nicht spielen, aber ich glaube, ich muss es einfach. Ich glaube, ich muss hier E6 spielen. Okay, die Stellung ist sehr, sehr unangenehm. Dieser Läufer auf C8 hat keine Perspektive. Wir haben zwar einen Bauern mehr, aber dafür stehen wir sehr, sehr schlecht. Oder ich stehe sehr, sehr schlecht. Weil dieser Läufer auf C8, der hat, kommt nie mehr raus. Oder nie mehr, hoffentlich nicht. Aber im Moment hat es den Anschein, als würde er nie mehr hier rauskommen. Von daher ist der Bauernzug nach C5 wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Weil der das halt hier extrem einschränkt. Das Problem ist, wenn ich Bauer nach E6 nicht spiele, kommt Springer D5 und wir haben wieder das gleiche Problem mit dem. Wir haben wieder dasselbe Problem mit dem Springer D5, Springer C7. So, Bauer nach F5. Die Idee ist, dass ich Läufer F6 spielen möchte und dann König E7 und dann im Notfall auch mal König F7. Das heißt, ich hätte das natürlich auch sofort machen können, aber ich möchte das hier so erstmal vorbereiten. Okay, Springer nach A4, droht Springer B6. Aber Springer B6 kann ich noch Turm B8 spielen, weil Läufer F4 nicht funktioniert, also noch nicht so gut funktioniert wegen E5. Aber er kann jetzt natürlich hier genau das machen, was er jetzt auch tut, nämlich auf der D-Linie verdoppeln. Und wie gesagt, dieser Läufer, der ist sehr traurig. Der ist wirklich sehr, sehr traurig. Und ja, Läufer nach E5 ist kritisch. Ich wollte nach C7 spielen, um auf D6 rauszuschlagen. Ich muss hier aufpassen, dass mir nicht Läufer G5 um die Ohren fliegt. Bauer nach F4. Jetzt können wir den Läufer nach C7 stellen. Ich kann immer noch nicht B6. Ich komme einfach nicht raus aus diesem Teufelskreis hier. Ich würde so gerne jetzt B6 spielen, aber stellt halt einfach einen Bauern ein. D6 stellt auch einen Bauern ein. Die Stellung, da wurden wir einfach überspielt. Da war es einfach nicht gut, auf E5 zu nehmen. So, jetzt ist natürlich guter Rat sehr, sehr teuer. Springer nach A7 könnte der entscheidende Fehler gewesen sein. Bauer nach C6 vielleicht. Ich will halt so gerne Bauer B6 spielen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber ich kann halt auch nicht Bauer D5 spielen, weil da kommt en passant. Gut, der Gegner hat hier anscheinend auch gerade keine Ahnung, was er machen soll. Aber keine Ahnung, was mein Manöver hier ist. Springer B5
ist so ein bisschen. Ja, komisch. Kann ich jetzt D5? Ne, ich kann wieder D5 nicht spielen, weil er, wenn er schlägt, Springer schlägt, dann hat der Läufer C5 am Ende. Warte, D6 schlägt, 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 schlägt. Nochmal. D6, ich muss es jetzt rechnen. Ne, ich sollte D5 rechnen. D5 schlägt, Springer schlägt. Läufer C5. Ja, und das bringt mich einfach komplett um. B6, Lauf schlägt, Springer schlägt, Turm schlägt, Turm schlägt. Ja. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Dann muss ich Turm A7 machen. Es funktioniert halt vorne. Ich komme halt einfach nicht raus. So. Das ist das große Problem. Okay, jetzt hängt G7. Den sollte ich decken. Den hätte ich lieber mit G6 decken sollen. Läufer E5, okay. Ja, den tauschen wir. Den Tausch nehmen wir an. Okay, B5. Ja, er nimmt uns halt hier komplett auseinander. So, wir müssen das hier. B6 stellt einfach die Figur ein. Ich bin so doof. Ich dachte, mein Springer hat Felder. Die Idee war, ich wollte einfach Turm B8 spielen und das, den wiederholen. Aber es funktioniert ja wieder vorne und hinten nicht. Können den Bauern mal nach D6 spielen. Gucken, ob er was er macht. Aber wenn er jetzt Springer F3 steht. Okay, ach so, ich kann den noch nicht mal wieder nehmen. Ja, okay. Das war's. Herzlichen Glückwunsch an Iris Blau. Da wurden wir sehr stark überspielt. Glückwunsch. Ja, da wurden wir einfach, oder wurde ich einfach überspielt. Ja. Das müssen wir nehmen, wie es ist. Wie gesagt, von der Öffnung bin ich kein. Ach, Springer B4 könnte ich auch schon auf E5 nehmen. Das muss ich auf jeden Fall nochmal analysieren. Das heißt jetzt, ich hätte auch schon hier auf E5 nehmen können. Ja, ich jetzt. Ich glaube, wenn ich mir den Bauern jetzt hier nicht hole, dann ergibt mein ganzes Spiel überhaupt keinen Sinn. Also ich glaube, den Bauern muss ich schon holen. So, Springer B5, Springer C7 ist eine Drohung. Ich hätte Turm B8, dann hängt A7. König D8 sieht nach dem einzigen aus. Ich glaube, E6 war falsch. E6 und A6 waren falsch. Aber die Frage ist, was mache ich sonst hier? Wenn ich jetzt D6 spiele, dann hole ich mir ja das gleiche Problem wieder ins Haus. Mit dem Läufer B6, dann schlägt er den raus, dann ist der Bau auf D6 schwach. Ich habe mein Rochaderecht verloren und der Bau auf D6 wird sowieso wieder fallen. Von daher war D6 eigentlich keine Option. Gut, A6. A6 hat natürlich den Nachteil, dass diese Extreme, dass ich nie mehr B6 spielen kann. Das heißt, so kommt mein Läufer nicht mehr raus. Vielleicht hätte ich irgendwie schneller nach D6 forcieren sollen. Aber wie soll? Vielleicht hätte ich König C7 machen sollen. Ah, wahrscheinlich König C7. Mit der Idee dann schnell D5. Gut, ich zeige euch natürlich noch den abschließenden Stand. Hier der Endstand. Herzlichen Glückwunsch an Iris Blau. Ich bin am Ende Zweiter geworden. Ein doch recht gutes Ergebnis. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr, sehr freuen und sehr, sehr unterstützen. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Erfolg in euren Schachpartien.